Warum richten sich alle Golfer falsch aus? Heute geht es um die Frage von Michael, denn er hat mich gefragt, welche Geheimnisse zur richtigen Ausrichtung es denn gibt. Solltest du zum ersten Mal hier auf meinem Channel gelandet sein, dann möchte ich dich herzlich willkommen heißen. Was ganz, ganz wichtig ist, solltest auch du eine Frage haben zum Thema Golf, dann schreib diese bitte unten in die Kommentare rein. Denn alle diese Fragen werden von mir beantwortet. Für dich, wie für alle anderen gilt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, aufs Daumen nach oben Symbol klicken und dieses Video mit den Freunden teilen. Denn damit bist du Teil der Einfach Besser Golfen Community. Und die Einfach Besser Golfen Community kann dadurch einfach besser wachsen. Bestimmt hast du schon jemanden gesehen, der seinen Schlägerschaft hier über die Schuhspitzen hält und meint, damit, was die Ausrichtung betrifft, alles richtig zu machen. Denn von dieser besonderen Gattung gibt es einige Golfer und vielleicht bist auch du so ein Golfer, der sich so eben ausrichtet. Das Problem an dieser Variante, sich auszurichten, ist folgendes, dass deine Augen dir wahrscheinlich einen Streich spielen werden. Es sei denn, deine Augen wären im Setup genau auf der Ballziellinie. Was aber vielleicht ein wenig komisch aussieht, findest du nicht? Und um dieses spezielle Setup, nennen wir es mal so, zu umgehen, musst du deinen Augen lernen, welches Bild optisch passen würde, beziehungsweise welches Bild für deine Augen dazu führt, dass du dich eben richtig ausgerichtet hast. Und damit du das relativ simpel hinbekommst, brauchst du einfach nur Toursticks, Alignment Sticks, Nomen est Omen. Und mit diesen Alignment Sticks baust du dir nun eine Station auf, wie meine hier. Auf der einen Seite kann ich durch diesen einen roten Alignment Stick gut kontrollieren, ob mein Stand wirklich parallel zur Ballziellinie ist. Weiters kann ich relativ simpel kontrollieren, ob meine Schlagfläche richtig steht im Setup, indem ich kontrolliere, ob die Schlagfläche nun wirklich im 90 Grad Winkel zu dem vorderen Alignment Stick steht, genauer gesagt die vordere Kante, die Leading Edge der Schlagfläche. Und last but not least kann ich checken, ob meine Ballposition passt, was rechts oder links betrifft, indem ich mir anschaue, ob meine Füße links und rechts den gleichen Abstand vom weißen Alignment Stick haben, der in der Mitte zwischen meinen Füßen liegen sollte und auf den Ball zeigen sollte. Immer wieder meinen Golfer, das nicht zu brauchen und sowieso richtig zu zielen. Aber eigentlich zielen alle Golfer falsch, auch Single Handicapper. Und pst, bitte nicht weitersagen, denn der ein oder andere Single Handicapper könnte dadurch gekränkt sein. Wenn du nun in weiterer Folge Bälle schlagst und dich in diese Station unter Anführungszeichen reinstellst, dann solltest du bitte speziell darauf achten, dass in erster Linie deine Füße wirklich hier den gleichen Abstand zu dem roten Alignment Stick haben sollten. Denn immer wieder sehe ich es, dass die Leute eine Station wie diese aufbauen, sich dann allerdings so in die Richtung hinstellen. Und dann hat das Ganze natürlich wenig Sinn. Also achte bitte immer speziell darauf, dass deine Füße den gleichen Abstand haben. Denn nur so sind deine Füße parallel zur Ballziellinie. Weiters möchte ich dich beim nächsten Schlag bitten, besonders auf deine Schlagfläche zu achten. Denn die soll bitte im 90 Grad Winkel zum vorderen Alignment Stick stehen, um den Ball wiederholbar Richtung Ziel schlagen zu können. Also geh her, stell den Schläger hier auf den vorderen Alignment Stick und zieh ihn dann im 90 Grad Winkel zu dir her. Denn damit steht die Schlagfläche richtig und der Ball sollte im Ziel landen. Aber was eben ganz, ganz wichtig ist, der Schläger sollte wirklich exakt im 90 Grad Winkel zum vorderen Alignment Stick stehen. Nicht 80, nicht 110, nein, es sollten exakt 90 Grad sein. Und last but not least checkst du nun deine Ballposition, indem der weiße Alignment Stick genau in der Mitte zwischen meinen Füßen ist und indem der weiße Stick genau auf den Ball zeigt. Er darf in etwa, würde ich sagen,
auch 1 bis 2 Balldurchmesser nach links versetzt werden, der Ball, wenn du dann mit den langen Eisen arbeitest. Aber mit dem 7er Eisen, wie hier gerade ich arbeite, da sollte der Ball wirklich genau in der Mitte sein. Und das kann ich ganz gut überprüfen, indem eben der weiße Alignment Stick genau in der Mitte zwischen meinen Füßen ist. Und je nach individuellem Golfschwung, wie bereits erwähnt, kann die Ballposition ein wenig nach vorne versetzt werden. Denn jeder Golfer kommt ein wenig anders zum Ball hin. Von innen, von außen, von oben, von unten, zu steil, zu flach, wie auch immer. Jeder Golfer auf alle Fälle hat seinen eigenen Golfschwung. Und dementsprechend kann man die Ballposition meiner Meinung nach ein wenig variieren. Aber nicht mehr als 1 bis 2 Balldurchmesser bitte. Weiters kann man natürlich durch die Ballposition, was rechts und links betrifft, die Höhe des Ballfluges ein wenig beeinflussen. Lege ich den Ball weiter nach links, dann sollte der Ball in weiterer Folge höher fliegen. Bau bitte ab sofort immer, und ich betone immer, diese Station auf der Driving Range auf. Wenn du in Zukunft auf der Driving Range Bälle schlägst. Denn so und nur so wirst du dein Spiel in Zukunft auf ein ganz neues Niveau bringen können. Abschließend möchte ich mich wie immer herzlich bei dir fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche noch einen ganz schönen Abend, ein schönes Spiel. Ciao. Und vergiss bitte nicht aufs Daumen nach oben Symbol zu klicken und dieses Video mit deinen Freunden zu teilen. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Hollywood Golf.